Spannendes. Ich werde heute nicht, also nicht richtig spannend, sondern das ist eigentlich geht so spannend. Heute spielen wir den Bus-Simulator komplett zu Ende und das werde ich in diesem Video schaffen. Dieses Video endet, wenn ich die Make, das Make-Level habe. Also das zum Beispiel bei diesem Bus, wenn ich jetzt zum Beispiel dahin gehe, denn dieses Make und dieses Make oder Free, das beides muss kommen. Dann habe ich dieses Spiel durchgespielt. Ich bin ja aktuell bei diesem neuen Bus. Eigentlich ist City Bus. Ich muss jetzt nur noch das 9. Level machen, dann das 10. Ich werde aber alle Haltestellen überqueren, weil... Weil das dauert ja nicht mehr so lange. Ja, hier kommt... Also ich habe mir jetzt wieder ausgedacht, mit Facecam also zu zocken. Weil das sind schon, guck mal auf die Map. Ich war ja gerade an diesen Haltestellen. Okay. Dann müsste ich, ich bin jetzt an zwei Haltestellen vorbeigefahren. Das ist denn jetzt die dritte. Und jetzt kommt die vierte. Ich versuche keinen Unfall zu bauen. Ich habe natürlich einen Unfall gebaut. Und das soll nämlich ein Schulbus werden. Also ganz normale, stylische Schulbus. Zum Beispiel ganz normaler Schulbus. Zum Beispiel wie von der VLP. Ja, ich hab's gewusst, dass hier nur... Warum mache ich denn dauernd Unfälle? Dieser Bus geht auch dauernd aus. Was geht mir auf den Sack? Mal in Perspektive. Das ist die vierte Haltestelle, glaube ich. Ich glaube, die vierte. Ich glaube, ich habe mich nicht verzählt. Jetzt kommt die fünfte und dann kommen noch zwei. Ne, vier kommt dann noch. Das ist jetzt die fünfte Haltestelle. Da fahre ich auch schnell vorbei. Weil das ist die sechste. Jetzt kommt gleich die achte. Ne, siebte. Die kommt gleich kommt die siebte. Verstehe. Ich glaube, das ist die achte jetzt. Ich weiß es nicht. Ich freue mich schon auf das 10. Level. Weil danach geht's in die echte Welt. Weil diesen Bus wollte ich schon immer haben. Er sieht von ein bisschen alt aus, aber er sollte ja keinen stören. Also, oh ey, jetzt wird das Handy auch noch schwarz. Ich hasse Akkus von Handys. Die sind heutzutage nicht mehr zu gebrauchen. Mein Display ist gerade schwarz geworden. Muss nur noch abbiegen, ey. Da kommt, glaube ich, die achte Haltestelle. Danach kommt die letzte. Oh Gott, ey, das hat geleckt. Dafür kann ich nicht, das hat geleckt. Jetzt ist das die achte. Das ist jetzt die achte. Oh ey, der Pfeil. Ey, dafür geht der Bus wieder aus. Ey, diese Busse hier in diesem Simulator gehen dauernd aus. Wenn ich manchmal irgendwo dagegen fahre. Ich weiß, hier ist jetzt ein Bau- und Industriegebiet.
Okay, ich kann hier reinfahren. Ich kann hier einfach reinfahren. In dieses Industriegebiet. Ja, das ist eher Hafen. Okay, wo muss ich jetzt lang? Ich wollte nur gucken, was hier drin ist. Weil ich glaube, ich muss woanders lang. Ich fahre jetzt nochmal im Kreis. Aber die Levels habe ich automatisch bestanden. Jetzt sind nachher noch das 10. und dann werde ich mit euch auch noch das Make. Ich hasse diese Kurven. Nur so kurz. Oh, das ist jetzt der letzte. Hä? Guck mal, das wäre die letzte. Oder muss ich noch irgendwo hin? Das war die 7. und die 8. jetzt, glaube ich. Das ist jetzt die 8. gewesen. Die 9. kommt noch. Okay, ich habe gerade noch. Au. Das war gut gelenkt. Aber dafür ist hier unser bekloppter Bus. Also ich habe mal geplant, mit zwei Oschis zu fahren. Okay, wo will der jetzt mit mir hin? Zur 9. Haltestelle, das ist gut. Ich wollte nur sagen, diese Strecken bin ich schon mal alle gefahren. Ich muss jetzt nur noch Kurven fahren, wenn es um Ampeln geht. Und das mit dem Make-Level, das mache ich mal ohne Facecam, weil da kommen Stimmen. Und ich möchte nicht, dass es verraten wird. Weil das bin nämlich ich. Ich sehe auch unten, was ich fahre, so. So 100, 120. Dieser Bus kann maximal 120 fahren. Das ist ein bisschen scheiße. Ich habe mal jetzt auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen Mist ist das jetzt hier. Ja, jetzt wird ein Stein gespawnt. Hier schon mal geradeaus. Ja, wenn ich das in echt machen würde. Hä? Warum schicken die mich nochmal hier hin? Ich verstehe diese Maps nicht mehr in diesem Simulator. Hier war ich doch schon. Ja, schön, jetzt muss ich hier lang, oder wie? Jetzt war ich, glaube ich, nochmal im Kreis. Wenn werde ich dieses Spiel sofort beenden, ey. Fährt man ja nur im Kreis und in Kurven. Das war gerade die 8. Haltestelle wieder. Der will mich hier wieder zurückschicken, glaube ich. Wenn er jetzt wieder nach links will oder nach rechts will. Okay, er will nach links, also es ist hier keine Verfolgungsjagd hier. Und nach rechts geht's auch. Das ist die letzte hoffentlich. Das ist doch die letzte Haltestelle, oder habe ich mich hier verzählt? Okay, wir fahren einfach. Leute, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Doch, das ist die 9. Haltestelle. Und wir sind bei. Wir sind durchgefahren. Jetzt habt ihr. Kann die rostige. Jetzt 10. Levels und dann kommt dieses Make. Kann auch sein, dass ich gleich. Dann ist noch Level 1. Werbung überspringe ich mal. Okay, ich habe die Werbung kurz übersprungen, weil die ein bisschen nervig ist. So, 10 Busstops, also das sollte ich schaffen. Und dieses Make-Level, das machen wir noch heute, aber das Video werde ich nicht heute hochladen. Ich habe einfach ohne Autos ausgewählt, weil es ein bisschen leichter ist. Ihr fragt euch, warum ich selten Simulatoren spiele in der Schule. Als viele aus meiner Klasse dieses Video angucken sollten. Ich spiele ungern in der Schule, weil das bringt mir nichts. Ich kann mich aber nicht konzentrieren wie jetzt.
Weil ich muss mich ja hier auch jetzt konzentrieren. In der Schule werde ich dann nur abgelenkt, weil auch meine Klassen so immer so laut sind. Okay, das ist jetzt ein bisschen andere Strecke. Hier bin ich noch nie lang gefahren. In einem Simulator. Fahre ich einmal gegen einen Balken oder dann gegen einen Pfahl. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen müsst, was hinter der Kamera ist. Ich glaub nicht. Nee, das müsst ihr auch noch sehen. Wo soll ich jetzt lang? Da links, wie immer. Was ist denn jetzt hier? Ich bin jetzt an bei mir um 3 Haltestellen vorbeigefahren. Glaube ich, ich schätze mal. Jetzt kommt, glaube ich, die 4. Das ist, glaube ich, hier jetzt die 5. Oh, wollte gerade sagen, die Lenkung war gut, aber ich nehme jetzt keine Passagiere mit, weil das ein bisschen zu anstrengend ist. Und diese Unfälle, die ganzen Balken oder was es hier auch sind, Zäune. Also wenn ich nicht der Busfahrer wäre, ich meine Schüler umgebracht. Ich hätte nur noch Unfälle gemacht. Oh Gott. Ja, da ein bisschen zu spät eingelenkt. Angeblich hat es gerade gerumpft und deswegen hat meine Mutter mich die ganze Zeit berufen, weil ich angeblich noch lebe, weil manchmal hört es so an, dass ich hier so ein Blödsinn mache. Auch wenn ich irgendwie den Stein. Das war die 6. Ne, das war die 6. Das war die früheste Lenkung, die ich gemacht habe. War ein bisschen zu früh. Zu spät war das. So, jetzt werden wir erstmal. Übrigens, morgen kommt ein Reaction-Video. Ich habe mir jetzt geplant, ich werde heute einen Upload-Plan machen. Ich habe Elfenreihe heute extra nicht gemacht wegen euch, weil ihr wolltet ja gerne. Gestern wollte ich nämlich das mal gestern wegen einem emotionalen Video, ein emotionales Video machen, aber es hat sich dann auch erledigt. Okay, ich habe zu früh eingelenkt. Ja, das ist ein bisschen zu früh. Na, da drüben ist ja schon das Ziel. So, das Video werde ich jetzt an der Stelle beenden, weil ich durchs Ziel war. Tschüss.